Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Video am Freitag. Wir sind an einer Location, wo wir schon mal waren. Vor einem Jahr, würde ich schon fast sagen. Ungefähr, ja. Ist schon fast ein Jahr her und hier gibt es ein kleines Update. Und wir gucken jetzt mal, was das gibt. Es geht los. Ach, das ist auch das Fenster, was jeder Urwechsler gefühlt, würde sich vorstellen, wenn die Sonne da drauf knallt. Leute, ihr könnt es vielleicht sehen. Die Kamera ist vielleicht bis jetzt, könnt ihr es sehen. Da um dieses runde Fenster, da macht gefühlt jeder Urwechsler irgendwie sein Foto. Wenn von hier die Sonne da drauf knallt, dann sieht es eigentlich ganz episch aus. Meinst du dieses Bild? Ja, man kann es sehen. Das Bild meinst du? Das Bild. Sehr schön. Sehr schön. Aber weiß ich nicht. Ne? Wenn das jeder macht, das Bild ist das auch schon wieder nicht mehr speziell. Ist hier was aufgebrochen? Ja, aber massiv. Ne? Wie? Ja. Keine Ahnung, hier war verschraubt. Einfach gerissen und los geht's oder was? Ja. Schließt das noch? Wahrscheinlich. Das ja, schön. Wir fassen nochmal zusammen. Wir sind jetzt ein Jahr später da. Okay, das sah auch schon vorher so aus. Ne? Also es war schon ein bisschen kritischer. Die ganze Geschichte, da sind wir hochgegangen und haben die Glocke geläutet. Vielleicht kennen einige dieses Video noch von früher von mir. Ja. Hi. Hi. Schön, ey. Ja, wir sind aber nicht hier, um jetzt ein bisschen Klavier zu spielen, sondern wir sind da, um ja, uns die Mega-Todeskirche anzugucken. Ist auch nicht schlecht hier. Der Liebesbock hier. Der Liebesbock? Warum stehen hier so viele Fenster? Was hatten die hier vor? Die wollten da, glaube ich, mal renovieren, das Ding, ne? Oder? Mhm. Nein, einfach zwischengelagert. Alter, nee, so, so war das nicht. So war das Ding nicht. Nee, nee, im Weg gestanden noch. Auf gar keinen Fall. Wow. Wenn er katholisch ist, haben die, glaube ich, einen Beichtstuhl. Die Pornohüfte sind leider weg, aber das war eher nur das Kaliber. Ah, hier saß auch eine. Ich hau die mal da dran eben. Wir werden euch kriegen und dann werdet ihr elendig in der Hölle schmoren. Natas, ja. Wenn er katholisch ist, haben die, glaube ich, einen Beichtstuhl. Haben sie nicht. Dann ist er evangelische. Da haben sie. Sorry, haben sie. Haben sie einen Beichtstuhl? Haben sie, ja. Dann ist er katholisch. Trichterregal 8. Quinnpfade, Prinzipal, Rohrflöte. Erkennst du das schon? Ich kenn's noch nicht. Also ich habe ein Foto gesehen, weil du mir ein Foto geschickt hast, aber ich habe jetzt noch nicht mehr gesehen. Ja, das hier ist ja das Gotteshaus, ne? Ich glaube, die haben das Thema einfach mal komplett umgedreht. Auf, Alter. Wie heißt das hier, der Stern von den Satanisten? Jugendstern. Ja, genau, so einer ist das. Guck mal hier. Ich weiß nicht, wie heißt das Ding? Der liegt hier. Mit Sitzkissen in der Mitte. Ich glaube, hier wurde geopfert. Guck mal. Ja, nee, das ist, also hier steht drauf, wo das ist. Also die hat scheinbar jemand hier gefunden. Die hat jetzt nicht einer ausgedruckt. Also das sind schon so Dinger. Die und die heilige Cola-Dose oben in der Mitte. Heilige Cola-Dose, absolut die alte heilige Cola-Dose. War es schon assi, ne? Muss man jetzt mal so in den Raum werfen, Leute. Also ist schon eine Nummer, wo ich sage, so, man kann nicht übertreiben. Ne? Wir haben auch schon viele spannende Sachen gemacht, aber sowas zu bringen in der Kirche, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Ich geh's mal hoch. Pentagramm, genau, nicht Pentagramm. Ja, nicht Pentagramm. Der Judenstern, sondern Pentagramm. Alter, das ist doch so krank, ist das doch. Mit so einem Opferding in der Mitte. Nee, die Sitzkissen, das machen die doch hier nicht. Da hat einer gekniet. Natürlich. Nein, das machen die nicht. Ich weiß auch nicht, wie sowas abläuft. Wer an den Teufel glaubt, der kniet sich davor und betet dann wieder. Da stand doch dieser Gabentresor auf der Dings, der liegt dahinter. Da unten liegt eine Gummiverpackung. Ich sagte das, hier wurde auf jeden Fall. So eine Messe abgehalten. Ja, richtig. Eine Messe abgehalten. Ja, das ist jetzt nicht so ein Billigding. Da links und rechts ist jetzt natürlich übersprüht, ja. Aber das ist schon krass. Also Props an denjenigen, der es gemacht hat, aber auch wieder. Weil es in der Kirche passiert ist. Das ist also auch kein Ding, was du mal eben so in 5 Minuten malst, ne? Nee, das brauchst du schon ein bisschen länger für. Krasser Scheiß, guck dir mal mit der Ding ist noch mit der Zunge. Da sind Menschen, die da reinlaufen in den Teufelmund. Das ist selbst die Tücher haben sie auf die Treppen gelegt. Das sind von den Sitzbänken. Ich weiß nicht, was das für Stäbe sind. Das ist irgendwas, was jemand mitgebracht hat. Ich glaube, das lag hier rum. Ja, aber ganz ehrlich, das muss doch auffallen. Das ist ja so professionell gemacht, dass du jetzt hier auch. Die haben ja eher schwarz gemalt, ne? Richtig, komplett einmal schwarz grundiert, dann kommt da, das ist ja Graffiti, ne? Oder Sprüh. Wenn du so nah davor stehst, das sieht schon böse aus, ey. Das sieht gruselig aus, ja. Und das in der Kirche zu tun, Respekt an denjenigen, also der wird vom Blitz getroffen. Ich gehe jetzt auch nicht wirklich in die Kirche, aber ich habe halt vor Gotteshäusern schon Respekt, selbst wenn das Ding entweiht wurde. Aber würdest du sowas machen? Also Graffiti? Ich sprühe generell nicht. Ich meine, ja, aber wenn du Graffiti könntest, würdest du das machen? Ja, aber Fall. Nicht hier. Hat hier nichts zu suchen. Lieber den deutschen Bahnzügen gefahren. Richtig, alle. Ja, absolut. Okay, vorbeifahren. Komisch, hier stehen auch noch die Farbdosen.
Also es ist krass. Es ist... Weiß ich nicht. Also ich habe da Respekt vor. Ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt nicht... Ich habe ja gerade abgeschwiffen vom Thema. Wenn ich jetzt nicht so wirklich an Gott glaube, finde ich das einfach eine Sauerei, sowas in der Kirche zu machen. Selbst wenn das Ding halt entweiht ist, das ist halt immer noch ein Gotteshaus und da muss man halt keinen Scheiß drin machen. Dass man hier mal, weiß ich nicht, so eine Bank umschmeißt oder sich cool fühlt oder Flaschen durch die Gegend wirft, ja, kann passieren, habe ich früher genauso gemacht. Ich bin ja kein heiliger Samariter. Aber das mit den umgedrehten Jesus hier, komplett auf der Treppe verteilt, ist schon, boah, ich sag grenzwertig. Da ist entweder eine Reliquie drin oder irgendwas, was mit der Kirche zu tun hat. Also das Reliquie? Ein... Irgendwie so ein... Ja, irgendwie ein Kreuz, oder so ein altes Kreuz. Oder Jesus oder sonst irgendwas. Oder irgendwie sowas, okay. Genau. Legen die einen rein und wenn die Kirche entweiht wird, das heißt, dann macht die Kirche dann selber, die katholische Kirche, dann wird das aufgemacht, wird rausgenommen und damit hat die Kirche mit Gott nichts mehr zu tun. Also ist jetzt hier, wo okay. Die Platte drin ist, mit den Kreuzen oder X, ja. Was auch immer das sein soll, war halt vorher hier ein Kreuz, ein Jesus oder richtig. So. Scheiße. Aber ist das ein Ausdruckplan oder ist das eine Figur oder ist das... Weiß ich, da kann jetzt ein Kasten drunter sein. Ich weiß nicht, was da drin war. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also unter da drunter. Ja, hier drunter. Hier rund. Ja, okay. Lieber Marvin, jetzt, wo wir hier stehen. Ich habe gerade noch das Thema Respektlosigkeit in Sachen Teufel. Ja, finde ich auch ganz lediert. Genau, du stehst jetzt im Frauenkleid und machst dich über die Kirche. Ist das eine katholische evangelische Kirche? Das ist kein Frauenkleid. Machst dich also über die das katholische ist, Kirche nein, gerade lustig? Nein, das ist für Männer. Ja, du machst dich trotzdem über die katholische Kirche lustig. Mhm. Mann und Mann in katholischen Kirche ist ein No-Go. Was möchtest du denn jetzt hier machen? Ich wollte ein Foto haben. Ach so. Ja, wenn ich schon hier bin. Ja, gut. Das ist eine spannende Geschichte. Also ich sage, ich war vor einem Jahr in dieser Kirche. Da war es ja auch schon durch, aber noch relativ ordentlich. War das nicht die Kirche mit den Pornos in der Schublade? Okay. Ja, ich habe die, glaube ich, die Pornokirche genannt oder so. Ja, es gab irgendwo gab es hier so Pornos, die hier rumlagen. Auf jeden Fall war hier ein Spielautomat. Den gibt es auch nicht mehr? Der ist auch weg. Schön erst die Spende einsammeln. Und dann einen durchgezockt hier, oder? D-Mark noch? Da wurde noch mal geguckt, ob die Spende auch echt ist hier, den Prüfer. Ich klaut da jetzt keiner die Pornos und den Spielautomat. Ich will sagen, was du willst. Was ist denn hier? Was ist das? Ich glaube, das sind so Geruchs... Sprays. Wo sind die Sexbilder? Die gibt es, ohne Scheiß. Ich erinnere mich daran. Findest du das aber trotzdem cool jetzt, so wie das da aussieht? Nö. Also, es sieht cool aus, ja, aber. Also, dafür hat er auch kein Bleibe. Also, das muss trotzdem nicht sein, dass man eine Kirche vollsprüht mit Teufelbilder. Ja. Und die Jesus-Fotos andersrum hinstellt. Genau, muss nicht sein. Wie gesagt, ich bin überhaupt keiner, der ja, irgendwas wohin geht oder sonst irgendwas, aber. Ich auch nicht. Muss nicht unbedingt sein. Komm in den Turm? Ne, der Turm ist auf der anderen Seite, oder? Habe ich drauf. Cool. Stühle. Zwei Nähmaschinen. Hinten geht's auch mal lang. Hier geht's auch mal lang? Ja. Okay. Ist das hier Abstellkammer oder was? Alter Bügeleis. Schon wieder? Ja gut, hat der Pastor hier geschlafen oder sowas? Kann sein, so eine kleine Anliegerwohnung. Hier ist noch was, wo du hintrittst. Oh, jo. Das sind gar nicht dahinter. Ja, ich guck mal unten, was da passiert. Jetzt nicht runterfallen. Hochfallen ist einfach, aber runter ist ein bisschen beschissen. Oh, hat der das gesehen? Guck mal, da ist er. Oh. Ist das wie beim Hans zu Hause? Hier Hans ist aber dir so, zu Hause auch so? Das hier hast du das noch nicht gesehen? Das ist aber Hausschwamm, oder? Das ist schon. Kannst du putzen mit? Auf jeden Fall. Weiter geht's. Ja, da sind sie, die Dosen. Vor allem, was das kostet, diese ganzen Dosen, das ist jetzt auch nicht günstig. Das ist jetzt kein Baumarktdöschen, was da so 2,50 kostet, oder? Ich weiß es nicht. Leute von heute. Ich möchte das echt gerne mal sehen, ne? Ohne Scheiß. Ich bin, wie gesagt, auch nicht gläubisch, aber gläubisch. Aber ich würde gerne mal wissen, wie sowas abläuft. Die beten jetzt wirklich das Ding an. Ich habe übrigens letzte Reportage gesehen, da geht es immer um Geister. Ich feiere total Geister und ich glaube da auch wirklich dran, dass es nach dem Tod nochmal irgendwie was gibt. Und da kann man halt mit solchen Beschwörereien angeblich ein Geisterportal öffnen, wo dann böse Seelen hier übergehen.
Finde ich ultimativ gruselig. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Erfahrungen gemacht habt. Ich weiß, dass einige Leute mir auch geschrieben haben, hey Marvin, mach mal so einen Serienteil, wo du dann ein bisschen was drüber erzählst, wie deine Erfahrungen so mit Geister sind. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber es wird alles in Zukunft kommen. Aber aktuell brennt so ein bisschen der Baum, weil 100 Fahrzeuge aktuell bei mir auf dem Hof stehen und alles muss fertig werden und ich ja noch den normalen Job habe und es wird geil. In Zukunft wird es geil und deswegen gibt es immer noch so ein bisschen Low-Loss-Place, die so bei mir in der Umgebung sind, damit ich da halt schnell ein bisschen was für euch produzieren kann, dass ihr seht, ich lebe noch. Ja, genau. Und ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch mit diesem kleinen Video. Schreibt jetzt mal rein, was ihr denkt. Gibt es wirklich solche Leute mit der Absicht, jetzt sich hier hinzusetzen? Also wurde es einfach aus Fun gemacht, weil man sich jetzt gedacht hat, okay, eine alte Kirche, man kann es bauen und sprühen? Oder ist hier wirklich etwas in Richtung Satan, dass es Leute gibt, die hier sich so hinknien und den Teufel beschwören oder ein Portal öffnen, damit die Geister hier rüberkommen, die bösen Dämonen aus der Unterwelt. Ich gehe jetzt hier raus und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Hälse noch im Dunkeln, Amarok-Teil weitergeht, das Hardtop kommt in Kürze. Ich habe schon eine Versandbestätigung bekommen, also bleibt am Ball. Bis später.